Jo, moin, Leflüt und ahoi, liebe Landratten und Rettchen, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Anno 1701, der Fluch des Drachen. Mit mir dabei Drachenjäger Dagobi. Hallöchen zusammen. Ja, dass das heute noch funktionieren darf, Mensch. Ja. Ist wieder ein Rebelaster mit irgendwas zusammengestoßen, ja? Ja, mit dem mobilen Internet vom Vodafone. Und so. Ja. Also ich bin es ja eher gewohnt, dass ich derjenige bin mit dem Internetproblem, aber dass du jemals Internetprobleme haben solltest. Also ja? Da holt man sich schon extra 50.000, ja. In der Hoffnung, da kann jetzt nichts mehr shape gehen, wa? Denkst du? Ja, kann schon. Rebelaster und so. Ja. Ob das überhaupt eine war, weiß ja kein Mensch. Ich bin nur der Vermutung, dass irgendjemand so einen Verteilerkasten hier umgemäht hat. Anders kann ich mir das sonst nicht erklären. Muss, ja. Wollen wir mal schauen, was wir noch so an Zielen haben. Okay, 25 Tonnen Waffen. Okay, ja. An Liang Wu. Liang Wu. Ja. Liang Wu. Ja, genau. Wenn Liang Wu die Grenzen des Kaiserreichs nicht zu schützen. Also sie hier hätte welche zum Verkauf. Ich will gerade nur mal überlegen. Wir wollen mit ihr aber nicht handeln. Nee, ich meine, das kostet arg viel Geld. Wir haben hier die Produktionskette soweit. Ich würde sagen, wir brauchen einfach so einen Kanon. Achso, können wir nicht. Natürlich können wir das nicht. War ja klar. Was braucht ihr? Tabak. Habe ich jetzt Bock, eine Tabakinsel zu besiedeln? Gibt es überhaupt eine Tabakinsel? Nö. Natürlich nicht. Nö. War klar, dass das nicht gibt. Das Tat. Nee, ist war Hopfen. Gut. Also, wir können kein Tabak holen, also können wir nicht weiter aussteigen. Was ist denn das hier noch? Achso. Können wir irgendwo Tabak kaufen? Ja, aber nicht so viel, dass wir dann die ganze Stadt versorgen können. Wenn man sich Horatio so ansieht, mag man gar nicht glauben, was der alte Kauz alles an praktischen Dingen erfunden hat. Abgesehen davon, dass, glaube ich, keiner verkauft. Armin Marquess ist doch keine Konkurrenz für mich. Mit ihrer rüpelhaften Art wird sie bei den Asiaten... Wir wollten doch, wo sind die Schiffe? Da. Diese Insel da noch besiedeln. Was muss denn noch Stimmt. Und wann kommt eigentlich der Scheck von unserem Orangen? Für unser Schiff? Haha. Haha, na. Haha. Der hat sich ja nur mit dem Spruch bedankt. Ah, wie nett. Danke, dass ihr es umsonst gebracht habt. Das ist sowas von... Quasi als Honorar für unsere Freundschaft und so. Juhu. Begeisterung, wa? Recht. Geht einen an die Backe. Vollkommen. Schaufel am Kopf. Oder so, ja. So. Spitzhacke. Spitzhacke in Kopf. Yay. Der Stirn angesetzt. Boah. Ja. Das ist vorhin noch so drei Kreise und ein Punkt, ne? Zum Zielen. Ja, genau. Einen von denen treffe ich schon. So. Denkt man, das sollte lang. Mhm. Welche Insel war das? Die hier neben, ne? Das komische halbe Piratennest hier. Waffenlieferung. Ja. Ja. Erinnert sie an die Waffenlieferung? Ja. Ich hoffe ja immer noch inständig, dass die jetzt auch da unten sind, auf dieser verlassenen Insel. Ja, ich auch, weil sonst müssen wir die kaufen. Von dem, wo auch immer. Das hier, das war mal... Das war mal Carmen irgendwas, oder? Ich glaube ja, von der Farbe her, ne? Ja. Oder kriegen wir sie von ihr, wenn wir ihr Schiff anklicken? Kriegen wir sie? Also, wir hätten auch nichts gegen. Aber wenn er wirklich ein kleines Kriegsschiff wird angegriffen, was? Gibt er es gewiss nicht einfach so auf? Ich hoffe, deine Leute ich gerade auch gefragt, von wem? Kolumbus. Jo. Wenn schon, denn schon, ne? Der Chris. Chris. Hey, Chris. Chris, das nicht gebacken, oder was? Ja. Naja, das hier unten ist Christopher, oder wie? Nee, doch, ja. Das hier oben ist die Excalibur. Ja.
Die wird sich relativ schnell in Stein bohren, wenn es so weitergeht. Ja, unten im Ozean, so wie ein anderes Schwert, was wir letztens mal verloren haben. Oh ja. War aber lustig. War lustig. Ich bin dabei. Gerade befreit, zack, verloren. Nein. Befreiendes Schwert, das hat ja auch nur ungefähr, keine Ahnung. Stimmt, wir können ja immer noch Dinge abgeben, ne? Flaggen. Theoretisch ja, ja. Chiropraktisch eher nicht. Chiropraktisch auch nicht. Chiropraktisch gleich gar nicht. So. Jetzt müssen wir hier zuerst ausladen, bevor wir die Sachen einsammeln können, ne? Ja, wie, was fehlt denn jetzt? Gold ist da, Holz ist da, Werkzeug ist da. Konto bereits vorhanden, kein eigenes. Ach, müssen wir das mit unseren Soldaten einnehmen? Das kann ja nicht funktionieren. Funktion gesperrt, ja. Ist scheinbar nicht möglich. Also jetzt nochmal für Lion. Wir haben keine Insel. Was ist mit ihm hier? Er verkauft auch keinen Tabak. Oder sie? Nö. Kakao. Toll. Sollen wir da jetzt die teuren Kanonen kaufen? Das ist so ein Witz. Vor allem ganz ehrlich, bei dem Geld, das wir machen, dauert das ja Jahre. Ja. Will der uns angreifen? Ja, er hat uns, glaube ich, gesehen. Der fiese Map hier. Kommt uns aber irgendwie nicht hinterher. Kann das sein? Nee, ja, wir sind ein bisschen schneller, trotz alledem, dass wir eigentlich völlig überladen sind. Völlig überladen ist jetzt auch übertrieben. Naja, aber halt, wir haben mehrere. Mehr Ladung als er. Mehrere vielleicht, Tonnen Stein und Werkzeug an Bord. Drückt uns das so aufs Wasser, ja, dass wir total aerodynamisch. Weißt du? Ja. Das Wasser dahin und so. Nur den ganzen Tag. Nicht, okay. hätte ja sein können. Hätte mal klappen können, ne? Ich hab gedacht, ich sag mal was Positives. Wollte nicht klappen. Junken haben einige Vorteile, okay, was tun? Schiffen. Ich würde sagen, wir kaufen den Kram jetzt hier einfach nach und nach zusammen. Oh, hast du gesehen, wie toll der eingepackt ist? Yeah, ja. Abgemacht. So, das waren schon mal die ersten 8. Das heißt, wir brauchen noch wie viel? 17. Ja, 25 waren das, ne? Wieso? Welches Schiff weg? Achso, ich hab's hinten hingeschickt, ne? Ich glaube ja. Ich wollte die Flagge. Wo ist das Schiff? Ja. Ja, stimmt, wir kriegen Belohnung müssen wir immer rausschöpfen jetzt wahrscheinlich. Ja, ja. Kann auch sein, wir werden schon wieder angegriffen, oder was? Was? Wo denn? Nee, nö, das ist noch die alte ist noch Meldung, hier. Oder liegt das Treibgut noch rum? Ja, aber das ist nur, was weiß ich, ein paar Tonnen Bier oder sowas. Eine Buddel voll rum. So, ich würde dir gerne die Flagge hier. Den Handel mit euch zu genehmigen. Flaggen? Ich hab eine Flagge. Müssen wir da jetzt doch noch, oder? Müssen wir da jetzt erst wieder 10 sammeln oder was? Oh Gott, bitte nicht. Weil es hat doch geheißen, wir können die immer noch weiter abgeben. Habe ich das jetzt. Nee, das habe ich auch so in Erinnerung. Wenn ich mich noch an was erinnere, dann. Wenn du dich an was erinnerst, genau. Und du dich eigentlich auch noch von der letzten Folge, weil das gesagt hatte, ist ja dieser, glaube ich, nicht. Nee, Gastgeschenk. Oder ist ein. Hä, nee, das kann nicht sein. Doch. Senken Sie 10 Piratenschiffe und bringen sie dann als Beweis. Ja, aber das ist ja erfüllt. Komisch. Ja. Vor allem, was machen wir mit dem Kack? Schmeiß den Scheiß jetzt über Bord, das ist mir zu blöd. Sammel's dir selber auf. Ja, aber echt. In deinem Hafenbecken. So. Abgemacht. 16. Ist recht so. Fehlen noch 9. Ja. Nach Adam Riesling. 20. Die Piraten haben mir schon als Kind beigebracht, mit Messer und Pistole umzugehen. 21, 22. Mäfige Lösung der Mission, aber okay. Ja.
gut, haben wir gleich. Bau eine Kanone! Schnell! Komm, eine, das gibt's doch jetzt nicht. Wahrscheinlich sind jetzt gerade sind die Sachen ausgegangen. Hä? Jetzt hat er 8. Seine Geschäfte mit den Asiaten zu vermiesen. Nee, 1, jetzt. Hä? Jetzt fahr einfach weg, wir haben 25. Fahrt, wie ihr noch nie zuvor gefahren seid. Ja, fahrt. Angriffe dürften ja jetzt kein Problem sein, weil wir haben 25 Kanonen zusätzlich an Bord. Ja, die stehen irgendwo im Frachtraum rum. Ja, bitte nicht abfeuern, nicht im Frachtraum. Das ist immer blöd, wenn das Schwarzpulver da hochgeht, ne? Ist immer doof, ja. Wenn Schwarzpulver im Frachtraum hochgeht, ist selten angenehm für Beistehende. Und die Angehörigen. Und die Angehörigen der Beistehenden, ja. Konnte man das nicht? Ach, hier konnte man das. Auch nicht? Warum nicht? Doch, geht doch. Die Steuergrenze haben wir aber auch gut ausgeschöpft. Wir sind so scharf vor Orange. So, wahrscheinlich heißt es danach, liefern sie 50 Tonnen. Gut, das hat ja beim ersten Mal schon gut funktioniert, genau. Ja. Liefern sie ab jetzt 700 Tonnen. Ja, stündlich. Also, ja, stündlich. Ansonsten ist die Mission gescheitert. Yeah. Genau. Ja, hallo, ich habe Kanonen dabei. Wir sind mich. Ja! Wo ist deine Klingel? Bang, bong. Ding, ding. Da. Oh, nee, ne? Waffen? Wo kriegen wir denn Waffen her, bitteschön? Ich hab gedacht, das sind Kanonen. Was ist. Jetzt nochmal für mich zum Verständnis. Was sind denn Waffen? Schwerter für Fußsoldaten. Wer will die nicht nehmen? Kanonen sind ja nicht so tolle. Weißt du? Unverständlich. Einfach ja. Unverständlich. Wo soll man denn das jetzt noch hinbauen? Wir haben noch keinen Platz. Aber echt. Egal, muss dahin. Vor allem, was machen wir jetzt mit den 25 Kanonen? Ich habe keine Ahnung. Will die irgendjemand kaufen? Kanonen. Frische Kanonen. Frisch Kanonen. Ganz günstig abzugeben. Will aber keiner. Asiatische Stadthalter. Also der verkauft exzellente. Nee, hier ist auch kein Tabak. Aber wenn es um den Preis geht, ist er ein richtiges Schlitzohr. Elefanten, denen geht's gut. Sie müssen nicht mal Verstecke spielen. Diesmal nicht, ne? Hier gibt's sogar noch Zebras. Was man jetzt alles machen kann, wenn man warten muss, dass 25 Tonnen Waffen produziert werden. Die ganze Natur hier im Spiel entdecken nochmal. Von vorne und so. Von vorne nach links, ja. Haben wir überhaupt noch 25 Tonnen Erz und so? Haben wir überhaupt noch Erz? Ja. Okay, aber wir brauchen hauptsächlich Eisen, ne? Naja, davon haben wir aber genug. Also daraus sollte der hier 25 Tonnen herstellen können. Wir wollen es mal hoffen. Haben wir genug Holz? Ist mal die andere Frage. Ja, es gibt noch ein Holz, weil er da offen ist. Eventuell sogar zwei, da bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Jetzt war der Jäger. Holzenfäller. Ja. Quasi der Holzfäller. Hier wird geschossen. Ein Holzfäller-Steak. Oh. Mit Jagdsoße. Jägersoße. Ey, ja. Mit Jägersoße. Ich glaube, ich jetzt wirklich Hunger. Ich bin gleich wieder da. Wir unterbrechen das Let's Play ganz kurz. Für eine kurze Essenspause. Intermission. Ja. An dieser Stelle Fahrstuhlmusik einblenden. Am besten das 10-Stunden-Video von Star Wars. Family Guy. Ja. Zum Beispiel. Zusammen mit TNT. Ja. Ja, spricht das ein paar Mal hintereinander aus. Ich glaube, dann kommt falsches Wort bei rum. Also mal, der hier verkauft war. Nee, der kauft. Kauft? Nee, grün ist doch kaufen, oder? Aus Vorsicht. Ja. Ich meine, wir könnten ihm höchstens den Rest dann verkaufen.
von den 5. Ja, erstmal so viel haben. Wie haben wir denn schon? Schmuck. Verkauft jemand Schmuck? Ja, Nein. Nee. Ja, nee, nein, nö. Eventuell, na, vielleicht. Später. Was soll man denn hier machen? Ich meine, wir können doch nichts. Wir könnten ja nochmal an eine andere Insel ran, aber was bringt uns das? Hier ist nichts. Um die Siedlung auszubauen, bräuchten wir Tabak. Aber es gibt keine Insel, wo noch Tabak ist. Ja, die eben. Einzige besitzt sie hier und sie macht da drauf Tabak. Ach, ihr kennt er hier. Keine Ahnung. Es sind seine Forschungen in irgendeiner Weise. Der Arsch. Er verkauft Schmuck, oder? Er verkauft Schmuck und Nahrung. Schön. So, möchte jemand Schmuck oder Nahrung? Nee, ne? Glaub bloß nichts von dem, was Grace dir über mich erzählt. Natürlich nicht. Es ist ihre übliche Masche, andere Nahrung vielleicht noch eher, aber der möchte Nahrung, aber kauf was für 12 und verkauf uns wieder für 12 oder so. Also. Nee, wir verkaufen es hier für 28 und wir uns bei ihnen kaufen für 12. Unter dem Deckmantel, gut, das wäre drangsaliert er uns alle seit nicht unlohnenswert, aber Welteroberungspläne. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt noch lohnt, hier noch das für 5 Minuten. Ich wollte gerade sagen, wir machen einfach mal weiter. So, liebe Waffen, Schmiede und so. Wir wären soweit. Ja. Ja. Um ehrlich zu sein, wären wir soweit, also. Wenn wir nicht soweit wären, wären wir soweit, wären wir soweit, wären wir soweit. Wir können nicht nochmal nach Tieren schauen. Das ist keine Tiersendung hier. Obwohl? Naja, bisschen schon. Im Norden haben wir noch nicht so oft geschaut. Was gibt's denn hier? Nischt. Da ist ein Bär. Oh, da hinten ist ein Wolf. Komm, trau dich raus. Ist nur ein Let's Play. Wir beißen nicht. Da ist ein Wolf. Das ist Wolfs Revier. Was? Das ist Wolfs Revier. Okay. Ja, sein Jagdrevier, ja. Ja. Gibt es im Süden mehr Tiere als im Norden? Ja, Süden ist meistens für Tiere, glaub, freundlicher als der Norden, oder? Na, jetzt also nicht der eisige Norden, aber so, ich sag mal so, mitteleuropäisches Klima. Ja, ich das, hier ist jetzt, das hier ist jetzt nicht unbedingt Eisregion. Ich finde eher, diese Wüstendinger sind noch karger, aber hier sind wesentlich mehr Tiere. Gut, aber es ist halt so ein bisschen auf Afrika und das andere ist eher, also diese Wüstendinger. Ja, das andere ist eher so Kanada, finde ich immer, mit Braunbären, Wölfen und Füchsen und. Ja. Kann ich mit Krabben. Ich glaube, nach dem haben sie es mehr oder weniger auch ausgewählt. Zumindest sieht es danach aus, auch von dem, was drauf ist. Tiermäßig. So. Okay. Haben wir überraschenderweise 25 Tonnen Waffen? Nein! 18. Ich spiele jetzt nochmal weiter vor. Es fehlen nur noch 7. Wie viele Minuten haben wir denn noch? Wir haben jetzt noch 6,5. Ja, die werden wir jetzt auch benutzen. Ich denke mal, wenn das minus. Letzte Quest ist, dann wegen 5 Tonnen Waffen mache ich keine neue Folge. Ja, nee, aber. Also, wir schauen einfach mal, was, wenn das fertig ist, was wir dann. Ob dann nochmal was kommt. Ja. Dann sehen wir relativ schnell, ob wir jetzt dann das noch hinten dran packen können oder nicht. Genau. Ich glaube eh nicht, dass wir die 6 Minuten jetzt brauchen. 25 haben wir. Oh. Bist du jetzt eingeschlafen? Ich habe irgendwie auf diese Zahl hier geguckt und mich gewundert, dass so gar nichts passiert. Hier bitte Schnarchgeräusch einfügen. Ratzepü, Ratzepü. Ja, man wird genügsam, wenn man kein Internet hat, oder? Ja. Gut, Gott sei Dank war es nicht so schlimm wie bei dir eine Woche. Bei mir waren es jetzt knappe Stunde. Das war schon schlimm genug. Bei mir waren es 2 Wochen. Zwei Wochen sogar. Ja. Das wünsche ich niemand. Nicht mal meinem ärgsten Feind. Alter, ist das Ding hier doppelkanonreich? Krass. Das würde ich auch gerne haben. Vielleicht kriegen wir eine. Als Belohnung? Wäre ganz nett, ne? Mhm. Wir haben Waffen geliefert und sehe so. Sehe ich das richtig, dass ihr diese Waffen dem asiatischen Volk zur Verfügung stellt? Nein, wir fahren jetzt wieder zurück. Nö, tschüss. Unsere hilflose Bevölkerung zählt auf eure Waffenlieferung. Wir lassen eine Ladung Pralinen und hofft auf weitere Waffenlieferungen. Ja, toll, das war so klar.
bei des Kaisers Augenlicht. Ramirez hat den hochangesehenen Meister Chang entführt und fordert Lösegeld. Ich beauftrage euch damit, Chang aus den Fängen der Piraten zu befreien. Schließlich wurde Ramirez durch eure Angriffe zu diesem Racheakt umgestachelt. Der Ramirez wurde durch unsere Stacheleien... Wir haben die Stacheleien für dich getan. Lieber Yang Wu. Kann ich euch behilflich sein? Ja, ist er wieder. Ich will noch nicht mal die Flacke irgendwie. Tja. Wir heißen, es gibt vermutlich noch eine weitere Folge dazu. Ja. Yeah. War aber irgendwie auch klar. Naja, ich dachte, es geht jetzt irgendwie weiter. So nach dem Motto, hier, wir haben ein Geheimnis für euch. Hier ist eine Karte, der Herr Lin Finquist, wie heißt er denn da noch? Ist da und da hingezogen. Treffen Sie Ramirez am Schmugglernest und erfüllen Sie seine Lösungsforderungen. Der will bestimmt diesen Schmuck von dem anderen von der Insel. Wie viele Minuten haben wir noch? Jetzt noch 3,5 circa, bisschen mehr. Ja, wir können ja zumindest mal runterfahren und gucken, was er will. Ich gehe davon aus, er will Edelsteine oder sowas oder Schmuck. Weil das kam schon sehr verdächtig vor. Ja. Dass es einfach so zum Verkauf ist, ja, ne? Ja. Aber wir fahren mal hin. Oh. Ach, guck mal. Na, Rami? Hi, Rami. Rahmschnitzel. Oh Gott. Fällt es irgendwie auf, dass wir Hunger haben oder so? Nein. Gar nicht. Mich doch unter meine Augenklappe. Carmen hat Bündnis mit Carmen Marquez veranlasst Ramirez, das Lösegeld zu verringern, das ist ja geschickt. Pass auf, ich lass dir noch ein paar Münzen auf was das genau Lösegeld er? Nach. Ja, er spricht noch. Carmen hält sicher bald die Hand auf. Hey, was? Geißel? Lösegeld? Was habe ich damit zu tun? Den Sprengstoff brauchst du. Naja, das Zeug ist etwas instabil. Da kann schon mal was spontan weißt du was? Ich folge dir zu deiner Insel, dann reden wir weiter. Witzbold. Schlag ein. Ja, war aber klar, dass wir da jetzt noch nicht fertig sind. Irgendwie. Doch, okay. 15.000. Leute, wisst ihr, wie groß unsere Siedlung ist? Nicht 15.000. Gibt es noch Nebenquests? Nein, schade. Ja gut, aber dann machen wir das definitiv in der nächsten Folge. Lösegeldforderungen überreichen. Übergeben Sie 15.000 Goldmünzen an Horatius. Und Horatius Sprengstoff. Und Horatius Sprengstoff. Und vorher müssen wir Horatio von seiner Insel abholen. Weil, das hast du jetzt, glaube ich, nicht gehört, oder was im Text, ich weiß es nicht. Ja, ich habe da einen Sprengstoff entwickelt, aber er ist etwas instabil. Wir machen das am besten auf deiner Insel. Ungefähr so war sein Tenor. Super. Ja, nee, komm ruhig zu uns, passt. Kannst du eh nicht viel kaputt machen. Du verstehst da gar nicht. Judy, während dann unsere zwei treu doofen Schiffe hier durch die Gegend schunkeln, würde ich sagen... Sagen wir Hummel, Hummel, Mors, Mors, schalte beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es heißt Sprengstoff bauen mit Horatio. Für Anfänger. Leicht gemacht, ja. Ja. Yeah. Die erste Live-Internet-Video-Bauanleitung für Sprengstoff. Wir haben Aufrufzahlen bei dem nächsten Video. Ja. Circa 6.000, 7.000. NSA kommt mal bei uns vorbei. Moment. Ja. Ja, ja. Danksagen aber, aus allen arabischen Staaten und so. Ja, aber ja, lassen wir das. In diesem Sinne sage ich auch danke fürs Zuschauen, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis denne.